Hallo zusammen und willkommen zurück hier zu Let's Play 7 Days to Die an Tag 7. Es ist Abend oder es wird so langsam Abend. Ja, und wir warten immer noch gemeinsam auf unsere erste Feralhorde. Und ich habe mir in der Pause jetzt gedacht, wir könnten eigentlich noch kurz was Blödes machen, was total verrückt ist. Wir suchen jetzt den Airdrop von Tag Nummer 6. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Also ich hoffe mal noch genug zumindest, um diesen dummen Airdrop noch zu finden, nachdem wir ja keine Zeit hatten, ihn abzugreifen an Tag 6. Wir mussten ja die Hütte bauen, ne? Die hatte da Priorität. Aber trotzdem wollte ich mir den Airdrop natürlich nicht entgehen lassen. Eh klar. Ja, die Frage ist, bekommen wir ihn oder renne ich jetzt blind dran vorbei? Ich habe mir nur in etwa die Richtung gemerkt. Ich bin gespannt. Vielleicht rächt sich die ganze Nummer ja auch, ne? Vielleicht schaffen wir es dann nicht rechtzeitig zurück. Und wir werden der Feralhorde einen riesen Gefallen tun, indem wir ihr quasi mitten in die Arme laufen. Ich hoffe es ja mal nicht. Aber wir werden es erleben. Vermutlich in dieser Folge. Könnte ich mir mal vorstellen. So, für die ganzen Jungs da drüben habe ich jetzt keine Zeit. Ich habe das Schwein gesehen. Wäre auch interessant gewesen. Aber nein, wir wollen ja schließlich den Airdrop finden. Ich hoffe, der ist nicht allzu weit weg. Die spawnen tut er ja, glaube ich, nicht. Also zumindest ist mir es nicht bekannt, dass ein Airdrop die spawnt. Und ich renne hier jetzt auch durch. Ist mir schon klar, dass die Zombies mich sehen. Ist mir jetzt aber egal. Ich versuche diesen Airdrop irgendwie ausfindig zu machen. In diese Richtung ging es, ja. Hallo Schwein, grüß dich. Da ist ein Zombie, Hallöchen, habe die Ehre. Hat uns gar nicht gesehen, ah, jetzt hat sie uns gesehen. Ein bisschen spät die Reaktion, aber gut. Ich sehe da keinen Airdrop, Freunde, ich sehe den nirgends. So weit war der doch gar nicht weg, oder? Ja, wobei, es war doch ein gutes Stück weg. Doch, doch, das darf man nicht unterschätzen. Das war schon ein Stück weg. Also da kann man sich auch gar nicht mal vertun. So, die Ausdauer ist weg. Prima. Jetzt können wir nur noch normal tingeln. Kein Problem. Aber mein Gott, hier ist jede Menge Zeug zum Jagen. Das würde sich ja richtig lohnen hier. Mal einen Ausflug herzumachen. Aber es sieht schlecht aus mit dem Airdrop, Freunde. Es sieht schlecht aus. Ich sehe den nirgends. Und so, und hier ist eine Riesenwand. Toll. Tolle Show. Gesteinsformation. Kann ich da hochlaufen? Ja, okay, das geht zumindest. Da ist er. Da ist der Airdrop. Jawohl. Wir haben ihn gefunden. Geile Geschichte. Was ist drin? Bisschen Medikamente. Ah, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Bisschen Medikamente und so. Naja. Also, da haben wir auch schon mal. Da geht's ganz schön runter. Hallo. Da haben wir schon mal mehr gefunden, ne? Also. Wow, shit. Oh nein, nein, ich hänge hier fest. Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht euer Ernst, ich hänge jetzt hier fest. Ey, das geht gar nicht. Scheiße, ich habe keine Frames dabei. Boah! Oh, das glaube ich jetzt nicht. Habe ich die Schaufel? Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich dabei. Ey, das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt echt ein schlecht. Ja klar, da oben kommt der nächste, verstehst? Schaut's euch an. Wow, schnell weg. Das wär's jetzt gewesen. Ich sterb hier im Loch, verstehst? Ich mach mir groß Panik von wegen, oh, Feralhorde, oh, Nachthorde, eieiei. Und dann verreck ich in so einem blöden Loch, weil ich zu dumm bin. Das wär's jetzt ja echt gewesen. Nee, du, sorry. Das muss nicht sein. Garantiert nichts, aber wir sollten mal ganz dringend was trinken. Dass dann auch die Ausdauer zurückkommt. Also wenn man was trinkt, dann kommt auch die Ausdauer zurück, ne? Also müsst ihr euch merken. So, lecker Schmecker, Golden Tea, alles ist gut. Jetzt mag der eine oder andere denken, ja, Moment mal, das ist ja dann ganz einfach, dann musst du eigentlich immer bloß die ganze Zeit einen riesen Stack Tee am Start haben. Dann kannst du immer, wenn du keine Puste hast, kannst du den Tee trinken. Nein, Freunde, funktioniert nicht. Warum? Das ging früher. Mittlerweile kann man es nicht mehr, und zwar mittlerweile ist das Spiel so schlau, dass es bemerkt, dass du gar keinen Durst mehr hast. Ne? Das heißt, wenn mal dein Hydrationsbalken voll ist, dann kannst du ja nicht mehr ein Schlückchen nehmen. Ne? Ist nicht mehr. So, jetzt pass mal auf. Hier zum Beispiel. You are not thirsty. Du bist nicht mehr durstig. Ich kann nicht mehr trinken. Ne? Ich bin voll von der Hydration her. Heißt, diese Spielchen können wir nicht allzu oft machen. Also mit Tee 2-mal und dann ist Ende Gelände. Es ist 8:30. So, es scheint, als würden wir noch rechtzeitig zurückkommen. Jawohl, da hinten ist unsere Hütte, man sieht sie schon. Am Horizont.
Und dank der Beleuchtung, die wir hier spendiert haben, ne, haben wir ja gemacht mit den Kerzen. Oh, der Mond geht im Hintergrund auch schön auf. Sehr hübsch. So, warten auf die Horde. Oh Gott, ey, das. Lust habe ich ja keine, ne? Ja, wobei doch eigentlich schon ein bisschen, aber ein bisschen mulmig ist man schon, weil wir wissen ja. Naja, wir haben beim letzten Mal die Kiste mit den Fenstern erlebt. So toll war das jetzt auch nicht. So, aber ich könnte mal zumindest ein bisschen Gedönse hier in die Kiste schon mal reinschmeißen. Ja, ich weiß, dass das nicht wirklich toll ist, was ich da mache. Das ist mir schon klar. Das ist nicht toll. Also, ne, zum Thema Ordnung, aber hey, ich habe im Moment andere Sorgen als Ordnung. Deswegen pfeif drauf. So, den brauche ich wahrscheinlich. Das Ei brauche ich nicht. Die Stiggies. Könnte ich mir noch ein paar Pfeile machen? Ja, komm. Machen wir noch. Muss ich allerdings die hier verarbeiten. So, Kerzen lasse ich auch da. Die Can brauche ich nicht. Gläser brauche ich nicht. Die lasse ich mal da. Paper brauchen wir auch nicht. Bandagen lasse ich ebenfalls mal da. Tee auch. Brauche ich die Pickaxe? Ich lasse sie mal hier im Inventar drin. Ich werde sie wahrscheinlich nicht brauchen, aber gut. So, bloß für den Fall, dass wir hier nicht überleben werden. Was schade wäre. So, ich könnte aber noch schnell was essen, fällt mir ein, ne? Noch ist keiner da, noch sind die Zombies nicht da. Ich lade schon mal hoch derweil. Man müsste sie ja sehen, wenn sie kommen, ne? Wobei, wenn jetzt die normale Wanderhorde kommt, die sieht mich natürlich auch hier oben. Da ist gleich hier wieder Feuer unterm Dach. Dann geht die Party los. So, Crossbow Bolts. Nochmal 22 Stück, die wir uns craften können. Ja, das ist mir auch ein dummer Fehler passiert. Ein kleiner Tipp an die, die spielen, die noch relativ neu sind. Wenn ihr was im Crafting-Fenster habt, also hier diese Pfeile, wenn ihr die hier hergestellt habt, und ihr lockt dann aus, während diese Items noch hier in diesem Prozessorfenster sind, dann ist das, was da drin ist, weg. Ne? Also bitte, bevor ihr ausloggt, immer. Ui, da hinten, da rennt was. Im Hintergrund sieht man sich, ich weiß nicht, ob ihr das so toll seht. Das war aber mit Sicherheit keine Feralhorde. So, da sind ein paar Zombies da drüben. Die machen wir gleich mal hier einen Headshot verpassen, jawohl. Er ist down. Oh Gott. Wir sind undetected, okay. Ich bin mal vorsichtig, ne? Jetzt sind wir sensed, super. Also, was ich noch sagen wollte, wie gesagt, wenn ihr hier was drin habt, immer rausnehmen und das dann auslocken, ne? Das passiert einem einmal, das passiert einem zweimal. Und spätestens dann hat man es in der Regel kapiert, dass es eine scheiß Idee ist, was im Prozessorfenster zu lassen und auszulocken. So, wir sind immer noch sensed, so wie es ausguckt. Ah, da rennt einer rum da draußen. Eieiei, rennt recht sinnfrei in der Gegend umher. Ja, aber das sind die einzigen Schritte, die ich höre. Also ich höre mal noch nichts von wegen irgendwie. Feralhorde, wir machen deine Hütte kaputt. Nein. Müssen sie auch nicht. Also können sie sein lassen wegen mir, aber solange der Zombie da so rumjubelt, treffe ich den natürlich überhaupt nicht. Also das brauche ich gar nicht drauf schießen, dann kann ich mir den Pfeil sparen. So, Essen brauche ich auch nicht mehr. Und ansonsten. So, jetzt hat er aufgegeben, jetzt läuft er wieder normal, jetzt kann ich wieder ein Pfeilchen schießen. So, das war's. Jawohl, jetzt ist er platt. Drüben ist der nächste. Auch hier verpassen wir eine kurze Spezialbehandlung. Aber das sind alles nicht die Zombies aus der Feralhorde. Ja, wenn die jetzt natürlich nicht kommt, dann kann es das sein, dass die auch an Tag Nummer 8 kommt, auch untertägig. Und dann ist ja noch blöder, ne? Weil dann sind wir irgendwo da draußen und rechnen ja nicht damit, dass hier plötzlich die Horde kommt. Da sind dann Hunde dabei und die überraschen uns dann, ne? Schwierig. Das wollen wir natürlich nicht. Das wäre eine blöde Idee, aber gut, ey, Freunde, wenn hier nichts kommt. Ich habe keinen Schmerz damit, ich, ne? Mir ist das wurscht. So. Ja, dann mache ich mich hier einfach mal an die Arbeit und so weiter Frames setzen, ne? Woodframes zumindest. So, Frames, wo haben wir es denn? Frames, da ist Woodframe. Wir bauen uns einfach mal wieder ein paar Woodframes, die wir brauchen. So, und ich könnte mir schon mal überlegen, wie es im Keller. Na, kommt da jemand? Nö.
Nee, waren meine eigenen Schritte. Mein Gott, jetzt habe ich schon Angst vor meinen eigenen Schritten. Jetzt geht's los. Ah, jetzt habe ich wieder was gehört. Ein Hirsch da drüben. Da im Hintergrund rennt ein Zombie dem Hirsch hinterher. Der arme Hirsch, der tut mir jetzt schon leid. Ja, aber ansonsten sehe ich nichts. Nö. Ansonsten sehe ich nichts. Ich kriege nichts mit, höre auch nichts. Passt. Wie ist es für euch eigentlich von der Helligkeit her hier in der Nacht? Ich meine, es ist natürlich ziemlich dunkel, ja. Das ist mir auch klar. Aber ich meine, der Mond macht ein bisschen was aus. Das heißt, man sieht ein bisschen was, also ich sehe auch nicht viel weiter. Ne? Es ist schon dunkel, das merkt man schon. Aber ich denke, hier im Haus mit den Kerzen ist das alles soweit in Ordnung, oder? Hätte ich mal vorsichtig gesagt. Ja, da kommt keiner. Leute, fällt aus. Halb 2 Uhr nachts. Viel Lärm um nichts, wa? Ja, wobei, ich will es nicht verschreien, ne? Oder sind die jetzt bei der anderen Hütte? Sind die da, wo unser Schlafsack ist? Das wäre ja der Wahnsinn. Wenn die die Hütte auseinandernehmen. Das wäre schon dreist. Ja, wobei, die kommen jetzt. Oh, da kommen welche. Da seht ihr sie. Das sind aber nicht viele, nee, nee, das ist keine Nachthorde. Also, das ist keine Feralhorde. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Naja, rennt in die Spitzen. Habt schon recht. Ja, und vor allem, wenn das die Feralhorde wäre, dann wären wir jetzt schon detected. Ne, weil die wissen, wo wir sind. Ich hab's schon mal gesagt. Ja, da kommt niemand. Da kommt niemand. Das ist jetzt die Frage. Sind die da, wo wir vielleicht unseren Schlafsack haben? Aber ich glaub's gleich gar nicht. Die müssen doch zu uns kommen. Vor allem wären dann Bienen dabei. Oh, ich höre gerade Bienen. Da drüben ist eine Biene. Und da drüben läuft ein Zombie. Du bist aber nicht zu uns. Da ist auch nochmal ein Zombie. Den haben wir noch schnell weg. Bäm. Denn ist eine Biene. Die kommt näher. Ja, solange sie da hinten rumbrummelt, ist mir das Jacke wie Hose. Naja, die kommen nicht zu uns, oder? Kommt die zu uns? Ja, schon ein bisschen. Doch. Na, warum schieße ich eigentlich drauf? Ich triff sie doch eh nicht. Hallo Bienchen. Naja, ach, ja klar. Jetzt mal, wenn ich schieße, weicht sie aus. Die verarscht mich doch, oder? So, wir haben gleich 3:45. Ich glaube, das war nix. Das war nix, Freunde. Oh, jedes Mal, wenn ich schieße, weicht sie aus. Komm. Die trollt mich doch echt. Naja, und triff ich sie nicht. Super. Komm, egal. Also, da hätte ich mir mehr erwartet. Weißt du was? Ich habe jetzt eine Pistole. Du regst mich jetzt auf. Ich hau dich jetzt weg. Haha, da haben wir sie erwischt. Da fällt sie auf den Boden. Die Böse. So, gleich mal nachladen hier. So, ein Zombie gehört. Nee, aber es. Keine Feralhorde. Ja, das tut mir jetzt natürlich leid, ne? Weil, jetzt haben wir uns schon drauf gefreut. Was ein Lügner. Er hat sich gar nicht gefreut, ja. Ihr wisst, was ich meine. Also, wir haben schon gedacht, jetzt geht wenigstens ein bisschen was. Jetzt habe ich mich so beeilt. Mit dieser blöden Hütte. Mit unserer ersten. Mit unserem Eigenheim. Und dann kommt hier die Horde gar nicht, die ich immer groß angepriesen habe. Wo ich gesagt habe, ey, Freunde, da müsst ihr frei aufpassen. Die Nachthorde kommt. Oh, schwierig, ja. Tja, so ist es, ne? Da fällt mir wieder dieser Standardspruch aus dem Projektmanagement ein. Das heißt, Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Ja, da ist was Wahres dran, das stimmt. Man kann noch so schön planen und dann ist es halt ein Irrtum. Ein geplanter Irrtum. Nö, da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr in der Nacht. Also, wenn jetzt die Feralhorde kommt, ich meine, jetzt ist dann gleich hell, jetzt sind sie dann scheiße langsam bis auf die Hunde. Und dann ist es nicht mehr wirklich eine Herausforderung. Dann ist es jetzt schon ein bisschen lahm. Ah, das ist ja, also, naja. Das war jetzt echt viel Lärm um nichts.
Naja, mein Gott. Was soll ich machen, ne? Ich hab's probiert. Ich glaube, man kann mir nicht den Willen absprechen. Ich hab's versucht, Freunde der Nacht. Ui. Da kommt was. Da ist ein Hund dabei. Ja, das sind sie. Wir sind detected. Das sind sie. Da sind sie, da kommt der Hund, hallo. Die stehen auch bei uns voll auf den Spikes, ne? Ja, ihr Hunde seid schon clever. Und irgendeiner klopft bei uns an die Tür. Geht's noch? Das ist der Hund. Oh, wie viele Hunde das sind, ey. Drei Hunde, vier Hunde. Wenn die mir die Hütte einschlagen, dann haben wir ein Problem. Eieiei. So. Hund stirbt. Also. Okay, die Hunde sind kaputt. Immer schön auf den Kopf schießen. Der ist kaputt, der ist kaputt. Oh, nächster Hund. Dicker, stirbt. Hund stirbt. Okay, der Hund ist auch tot. Boah, schau dich das an da drüben. Schau dich das mal an, was da Bienen unterwegs sind. Alter Verwalter, ey. Boah, ich muss da runter, ey. Ich muss mal da runter. Ich muss erstmal die Tür reparieren. So. Okay, die hat noch gar keinen Schaden genommen. Das ist ja witzig. Aber meine Pistole schaut nicht mehr gut aus. Hallo. Geh weg. Alter Verwalter, du, echt. Ich habe mich schon gefreut. Ist ja gar nichts los hier. Ja, schau dir das mal an. Stell dir mal vor, die wären alle in die Nacht gekommen. Ja. Alter Schwede, doch. Das wäre lustig gewesen. Ah, die Pistole hält echt nicht mehr viel aus. Krankenschwester, Wackeldackel. Alle. Ja, sag mal. Ui, ins Holz geschossen. Schlechte Idee. Was halten denn die bitte aus? Ja, klar. Bäm. So, die hupfen jetzt natürlich hier auf unseren Spikes. Das ist schon mal eine sehr gute Idee. Das gefällt uns. Aber die Pistole gefällt mir gar nicht. Ich muss, glaube ich, mal ganz dringend unsere Pistole dann reparieren. Da kommt noch mal ein Hund. Habe ich den jetzt getötet? Nee, der rennt da unten rum. Schwierig, okay. Kommt noch mal einer. Zwei Hunde. Ja gut, solange die auf der Seite sind, ist mir das wurscht. Macht ruhig. Die Hütte ist soweit sicher da unten, also solange jetzt auch noch keine Spucker am Start sind, ne? Es gibt auch solche Zombies. So ehemalige Polizisten sind das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die spucken dann so mit, ja, ich weiß nicht, was das ist. Zombie-Kotze, Galle, irgendwie sowas. Das ist halt, ja, akut ungesund, ne? Um es mal zusammenzufassen. Oh, und meine Pistole ist im Eimer. So, jetzt habe ich echt ein Problem. Muss ich mit meinem Crossbow hier rumhantieren, weil die Pistole im Eimer ist. Super klasse. Aber das da kommt, das hört nicht mehr auf, da am Horizont lauter Zombies. Alter Verwalter, doch echt. Zumindest sind die Hunde platt. Die Hunde sind platt, das ist schon mal sehr hübsch. Also, ich mache mich nicht mehr lustig über die Feralhorde, da ist schon einiges am Start. Ich bin echt froh, dass die nicht in der Nacht gekommen sind. Weil dann, naja, ihr dürft nicht vergessen, die sind noch schneller, die sind stärker, halten mehr aus, teilen mehr aus. Ja. Und dann, wenn die schneller sind, kloppen die natürlich uns auch die ganze Hütte wesentlich schneller auseinander. Oh Mann. Also, was lernen wir draus? Ich brauche auf jeden Fall eine zweite Waffe, eine zweite Schusswaffe. Also, jetzt, ne, ich zähle jetzt den Crossbow mal nicht dazu. Also, nochmal eine Pistole oder eine Shotgun oder sowas. Was für mich aber heißt, wir müssen unbedingt nochmal eine Runde looten gehen, weil wir haben, glaube ich, noch gar nicht so viel Zeug von der Shotgun. So, aber der Strom hört mal auf. Da hinten kommt nichts mehr Neues. Wie sieht denn die Killstatistik aus? 241, eieiei. Aber die Bienen haben es nicht erschafft, wa?
Die fliegen da hinten am Horizont, sammeln Honig oder was auch immer die da machen. Aber die Kiste mit den Spikes da unten, die scheint gut zu funktionieren. Doch, sieht gut aus. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Prima. So, jetzt sag einmal, jetzt triff ich den Wackler hier gar nicht. Boah. Okay, meine präzisen Schuss-Skills mal wieder, ne. Wenn jetzt Nacht wäre, dann könnte ich sagen, ja, die waren so schnell, die haben sich einfach so schnell bewegt. Aber so habe ich natürlich keine Ausrede, ist auch klar. Einfach bloß schlechtes Aiming, Freunde, schlechtes Aiming. So, da ist der Nächste da unten. Willst du an die Tür klopfen? Vergiss es. Du legst sie hin. Ein bisschen schade ist es, dass ich das Zeug hier nicht looten kann. Das ist schade, weil die Zombies, die despawnen natürlich auch dann relativ schnell dann. Wobei, jetzt ist niemand mehr unten. Jetzt könnte ich eigentlich... ja. Da ist ein Dicker noch. Ich helfe noch kurz. Bäm. Sag mal. Boah, was hält denn der aus? Jetzt aber. Den können wir vielleicht noch looten, ja. Super, einmal Painkiller hat er dabei gehabt. Großer Sport. So, und hier haben sie ein bisschen reingehaut. Da haben sie ein bisschen unsere Hütte beschädigt. Nicht allzu viel, aber trotzdem. So, die kann ich jetzt nicht looten. Die sind irgendwie buggy. Mach die Tür zu. Ja, dann reparieren wir das Ding doch mal, oder? Da ist ein bisschen Schaden. Ansonsten... Da am Eck ist ein bisschen Schaden. Also sind wir sehr gut weggekommen, Freunde. Sehr gut weggekommen. Sind nicht mal auf die Fenster gegangen. Wo ich ja ein bisschen Angst hatte, dass die uns die Fenster vielleicht... kaputt kloppen. Da sind wir echt gut weggekommen. Aber ganz geschmeidig. Da habe ich mit Schlimmerem gerechnet. Stellt euch mal vor, wir hätten diesen ganzen Scheißhaufen jetzt irgendwo draußen in der Pampa erlebt. Ah, da wären wir jetzt aber schon Himmelangst geworden. Ich habe ja auch einen Kommentar bekommen, wo es geheißen hat, ja, der hättest ja eigentlich in deiner, in Anführungszeichen, Mine, ne? Ihr erinnert euch, wo wir angefangen haben, so ein bisschen Erz und so zu farmen, hättest du da ja dich so eingraben können. Ja, ich glaube, bei der Horde, ich glaube, das wäre eine schlechte Idee gewesen. Ich glaube, die hätten uns da sauber rausgeprügelt. Aber gut, wir sind zumindest... Wir sind durch. Wir sind nicht mehr detected. Heißt, die Feralhorde haben wir auf jeden Fall überstanden. Hurra, also 1:0 für uns, beziehungsweise 248:0 für uns. Ich glaube... Das ist ein klares Statement. Die erste Feralhorde überlebt. Ihr wart mit dabei. Super. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, ich mache für heute Schluss mit der Folge. Ich werde jetzt dann zurückrennen in der Pause zu unserer anderen Hütte, ne? Und werde da mal schauen. Vielleicht können wir die Pistole schon reparieren. Auf jeden Fall sehen wir uns dort dann beim nächsten Mal wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen hier bei 7 Days to Die und freue mich auf ein Wiedersehen dann in der nächsten Folge. Bis dann.